So, mein Titel ist Going Forth. Ja? Und ich werde immer wieder das Englische benutzen, weil ich, soweit ich weiß, gibt es keine gute deutsche Übersetzung. Going natürlich ist gehen und forth ist fort, weiter. So, wir haben Bewegung da, wir haben was Aktives da. Und letzte Woche hat Bodhi Mitra uns einen Vortrag gegeben über falsche und echte Zuflüchte. Und ich möchte einfach einen anderen Zugang heute Abend benutzen. Ich glaube, der Grund, warum ich diejenige bin, die diesen Vortrag gibt, ist, weil ich eine goldene Käse anhabe. Und eine goldene Käse bedeutet, dass ich heimatlos bin, ja, dass ich eine Entscheidung gemacht habe und getroffen habe, einfach to go forth, von Heimat zur Heimatlosigkeit. Was bedeutet das? Also ich hoffe, dass ich ein bisschen Ahnung heute Abend euch geben kann, also von meiner Perspektive. So, wie gesagt, going forth ist etwas Aktives, da ist Bewegung drin. Und manchmal haben wir die Verbindung im Kopf, Heimatlosigkeit, going forth, mit der Geschichte des Buddha. Also wir wissen, dass der Buddha sein Haus gelassen hat, seine Familie gelassen hat, er hat sich die Haare schneiden lassen, hat sein Pferd zu seinem Diener gegeben und es war auf der Suche nach der Wahrheit. Und er hat als Askete gelebt, als Mönch gelebt. Das war eine Suche nach dem spirituellen Leben, nach dem geistigen Leben. Und dieses Fortgehen war heldenhaft, ja, war das heldenhaftische Ideal zum höchsten Grad, diese Suche nach dem spirituellen Leben. Und manchmal kommt diese Geschichte uns vor als sehr kompromisslos, vielleicht sogar sehr extrem. So, wir haben diese Wörter, gehen und fort, going forth. Und natürlich dann kommen die Fragen, wohin gehen wir und wovon gehen wir fort? Und ich habe hier eine schöne Liste. Wir gehen von dem Alten zum Neuen. Von was uns bekannt ist, zu irgendetwas, was uns unbekannt ist. Wir gehen von der Vergangenheit zur Zukunft. Wir gehen von der niedrigen Evolution zur höheren Evolution. Wir gehen von was grob ist, zu was verfeinert ist. Wir gehen von der Mundane zur Transzendentale. Man könnte sagen, dass Going Forth folgt einem ganz natürlichen Lebensprozess. Wir lassen ständig Sachen hinter uns. Wir gehen immer vorwärts. Wir waren Kinder, jetzt sind wir Erwachsenen. Was uns als Kinder interessiert hatten, interessiert uns nicht mehr als Erwachsenen. Es ist ein ganz natürlicher Lebensprozess. So, meine Frage an euch ist, was haben wir als Erwachsenen hinterlassen? Und sogar mehr spezifisch, was haben wir hinterlassen, als wir den Dharma kennengelernt haben? Was haben wir hinter uns gelassen, als wir angefangen haben, den Dharma zu praktizieren? Was verstehen wir über das spirituelle Leben jetzt, was wir vielleicht vor 2 Jahren, 5 Jahren nicht wussten? Und wenn wir Sachen hinter uns lassen, machen wir das bewusst oder unbewusst? Zum Beispiel, wie haben wir bis jetzt unsere Dienstagabends verbracht? Ja? Also hier, für jeden in diesem Raum, haben wir Sachen hinter uns gelassen, was wir vielleicht, ich weiß nicht, wie lange ihr alle hierher kommt. Aber denkt darüber nach, was habt ihr mit ihr Dienstagabends gemacht, bevor ihr zum Zentrum gekommen seid? So, going forth,
ist ein sehr hohes Ideal, man könnte sagen. Und manchmal denke ich, oder manchmal denken wir, dieses Ideal ist mir viel zu hoch. Es ist einfach für Mönche, nicht für Leute wie ich. Aber was wir verstehen müssen, ist, dass going forth der Schlüsselschritt ist im spirituellen Leben. Es ist tatsächlich ein lebendiges, spirituelles Prinzip. Und es gibt kein spirituelles Leben ohne going forth, ohne Sachen hinter uns zu lassen, ohne, um das sehr unpopuläre Wort zu benutzen, ohne Verzicht. So ist egal, auf welcher Ebene wir uns befinden, ja, ob wir ein bisschen neu zum Zentrum sind, ein bisschen neu zum Dharma sind, oder ob wir schon x Jahre praktiziert haben, wir können immer going forth, also wir können immer fortgehen. Wir können die ganze Zeit fortgehen. Wir können jede Gelegenheit benutzen, um fortzugehen. So, lass mich dann ein paar Gelegenheit euch geben. Zum Beispiel, wir können in unsere Meditation fortgehen, in unsere Freundschaften, in unsere Kommunikation, in unsere Gewohnheiten, in unsere Interessen und wie wir unsere Freizeit benutzen, in unsere Ethik, in unsere Werte und Normen, in unsere Arbeit, in unsere Einstellung und Ansichten, Gedanken, Ideen, Meinungen, in unsere Aspirationen und in unseren tagtäglichen Aufgaben, die wir erfüllen müssen. Und ganz am Schluss möchte ich euch ein paar praktische Tipps geben, ja, wie man mit diese Sachen eigentlich benutzen kann. Ein paar Anstöße, ein paar Vorschläge. So für mich, aller spannendste Aspekt des spirituellen Lebens ist going forth, ja. Ich finde es faszinierend. Und ich merke, wenn ich go forth, ich weiß nicht, wie man das sagt, oder wenn ich fortgehen, kann ich das sagen, ja? Es ist ein bisschen mehr als das, ja? Es ist mehr als vorwärts, weil man Sachen auch hinterlässt, ja? Man geht von Sachen weg, sozusagen. Ich merke, dass ich anfange zu leben. Mein Leben fängt an, ja? Ein echtes, authentisches Leben fängt an. Und wir haben eine kreative Spannung in unserem Leben als Menschen. Und wir können sagen, wir haben eine kreative Spannung zwischen dem Lebensrad und der Spirale. Besonders als Leute, die sich mit dem Dharma beschäftigen. So, wir haben diese zwei Modelle. Wir haben Lebensrad und wir haben Spirale. So, in dem Lebensrad, wie wir alle sehr gut kennen, schweben wir ständig von einem Extrem zum anderen, ja, von einem Pol zum anderen. Es gibt eine sehr enge, fast eindimensionelle Bewegung, ja, zwischen zwei Punkten. Im Grunde, ich denke manchmal, es gibt überhaupt keine Bewegung. Es gibt, als ob zwei Mauer da wäre und mit dem Druck von einer Mauer kommen wir zu der anderen Mauer, ja? Nur weil eine Mauer da ist, gehen wir zu der anderen Mauer. Und das ist, was wir in dem Lebensrad, und das ist unsere Erfahrung, die fast die ganze Zeit. Und es ist sehr schmerzhaft, das wissen wir alle. Aber diese andere Modelle, die Spirale, es gibt nicht diese, ja, es gibt eine Augmentation, es gibt Bewegung, es gibt Wachstum. Und man könnte sagen mit der Spirale, dass die Spirale selbst Leben ist, selbst Wachstum ist. Und Wachstum und Leben unterstützt weitere Wachstum und Leben. So ungefähr gesagt, das Lebensrad ist unsere jetzige Welt, ist manchmal was in der Gesellschaft passiert. Es ist unsere Erfahrung. Und wir haben auch Erwartungen von diesem Lebensrad. Oder sagen wir mal, unser Lebensrad manchmal beschränkt unsere Erwartungen. Aber auf der Spirale haben wir going forth. Wir können Sachen hinter uns lassen. Und wir können anfangen, das spirituelle Leben zu leben. Und
Von dem Temperament her sind Leute sehr unterschiedlich, wie sie das Lebensrad angucken und wie sie die Spirale angucken. Und manchmal hat man die Nase voll von dem Lebensrad und geht rückwärts zur Spirale, ja. Aber mit dem Lebensrad, Gesicht zum Lebensrad, ja. Aber die wollen nicht mehr. Und da sind andere Leute, die den Rücken zum Lebensrad haben und gucken die Spirale an, ja. Und ich glaube, irgendwann kommt diese Wendung, dass man nicht mehr so zurück von dem Lebensrad geht, aber wendet sich um und guckt die Spirale an. So für mich, diese Faszination, diese Spannung in meinem geistigen Leben ist, dass ich in der Welt wohne, aber ich bin nicht von der Welt, ja? Und das ist ein Grund, warum ich im FBBO bin, in WBO bin, warum ich Ordensmitglied bin, warum ich auch Anagarika bin. In der Welt zu sein und nicht von der Welt. Bhante hat Going Forth, also Sangharakshita hat Going Forth so beschrieben. Es ist die Verantwortung für unser Wachstum, für unsere Entwicklung, unabhängig von den Ansichten, Normen, Konventionen der Gesellschaft. So, es gibt eine kleine Gefahr hier, wenn man nicht aufpasst. Going forth hat nichts mit Feindschaft oder Feindseligkeit der Gesellschaft gegenüber. Es hat nichts mit Verärgerung. Es ist nicht eine Ansicht, die Welt ist ein Hindernis zum geistigen Leben. Zum Beispiel vielleicht eine Einstellung, wenn dies oder das nicht gibt, dann würde ich keine Probleme haben. Dann könnte ich das spirituelle Leben praktizieren. Es wäre so viel einfacher, wenn die Welt anders wäre. Ja, das stimmt, könnte man auch sagen, ja. Aber das ist nur Verärgerung, das ist nur Feindseligkeit. Und wir werden Spannungen haben, wir werden Konflikte haben. Wir sind ständig in Konflikten. Wir brauchen nur unsere Hindernisse anzugucken. Aber diese Spannung und diese Konflikten dienen, dass wir eigentlich kreativ da umgehen können. Spannungen und Konflikte sind sehr, sehr positiv. Davon kann man wachsen. So, wenn ich ein bisschen forsche jetzt in unsere Einstellungen, ein bisschen tiefer gehen, wie wir vielleicht das geistige Leben, unser Zugang oder wie wir das geistige Leben manchmal verstehen. Wir lernen ein bisschen über den Dharma. Wir lernen ein bisschen über Buddhismus. Wir haben allerlei Ideen in unserem Kopf über Religion, ja, vielleicht Konditionierung. Und wir hören die Wörter müssen und sollen, ja. Und wir hören die Wörter Verzicht und Aufgeben, ja. Und ich glaube, das gibt zwei Tendenzen. Sehr grob gesagt, sehr so schwarz und weiß gesagt. Erste Tendenz ist, ich möchte mich aufräumen, ja. Ich möchte sauber und ordentlich sein, und möchte Sachen einfach abschneiden. Und ich denke, fange an dann sehr schwarz und weiß zu denken, sehr zweidimensionell. So, ich habe in meinem Kopf, Buddhismus sagt, ich soll keine Besitztümer anschaffen. Ja, deswegen mache ich einen Vorsatz, ich kaufe mir ein Jahr keine Kleider. Oder Buddhismus sagt, ich soll keine negative Geisteszustände haben. So schaffe ich die jetzt ab. Ja, mein Ärger, mein Wut, mein Hass ist weg. Oder Buddhismus sagt, ich soll keine Hindernisse in meiner Meditation haben. Schaffe ich die jetzt ab? Ja. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Dann kommt die andere Pol. Ach Mann, ja, muss und soll. Ich meine, ich genieße sowieso das Leben nicht so viel. Ich meine, das Leben ist schwer genug. Ich glaube, ich gönne mir was. Ja. Und wir gönnen uns was und wir gönnen uns allerlei Sachen, wo wir denken, wir kriegen eine Befriedigung davon. Wir verwöhnen uns, ja.
So manchmal ist dieser Ergebnis von einem Pol oder anderem Pol einfach Oberflächlichkeit. Es führt vielleicht zu kosmetischen Änderungen. Es führt vielleicht zu anderen Riten und Ritualen, die wir in unserem Leben reinbringen. Aber schließlich führt es zu einer Verfremdung unserer Bedürfnisse, unserer Geisteszustand und unseres Wesens. Und in meiner Arbeit, ich arbeite sehr viel besonders mit Frauen, entweder die nach Ordination gefragt haben oder die Mitra sind. Und ich merke in mir auch, eine gewisse Tendenz. Man setzt sich unter Druck, ja. Und es ist, wird zu viel. Da muss man eine Belohnung haben, ja. Und dann die Belohnung befriedigt nicht. Dann setze ich mich schon wieder unter Druck, ja. Und dann muss ich eine Belohnung haben. Und man geht einfach von einem Extrem zum anderen. Es gibt keinen Prozess. Es ist, ob man ständig rebelliert. Und das heißt, dass wir das geistige Leben nicht verstehen. Und nicht nur das, wir verstehen uns selbst nicht. So, wir sind immer wieder gefangen in diese Hin und Her, genau was im Lebensrat ist. Und wir gehen von einem Pol zum nächsten, entweder Askese oder Hedonismus. Und in keinem, in weder Askese noch in Hedonismus ist echte Freude. So dieser Hin und Her manchmal, und das sehen wir in unserer Meditation. Ja, wir sind faul und dann plötzlich ein bisschen Wille dahinter, aber es ist zu viel. Ja, dann sind wir wieder faul. Muss ich was machen? Bisschen mehr Wille und dann wieder faul. Und das tun wir die ganze Zeit in Meditation. Es ist ein klassischer Kreis für Meditierende. Aber nicht nur machen wir das auf dem Kissen, das machen wir in unserem Alltag. So, Druck und Belohnung, ja, Faulheit und Druck, ja, oder dieser Wille, ist keine Art und Weise, wie wir uns vorwärts bewegen können. Und ich glaube, das machen wir einfach, weil wir Menschen sind, ja, weil wir ständig in diese emotionellen Konflikten sind, auch wegen unserer Konditionierung, vielleicht christliche Konditionierung, unsere persönliche Tendenzen von unserer Persönlichkeit, also unsere Gewohnheiten und unser Selbstbild. So, obwohl ich das alles gesagt habe, und ich hoffe, ihr habt das Bild vor euch, und manchmal denke ich mir, wir haben eine ganz merkwürdige Einstellung und Umgang mit Verzicht und Aufgeben, muss ich auch nichts unterschätzen, wenn wir was machen, ja? Wenn wir vielleicht ein bisschen nach dem Prinzip muss und soll reagieren. Oder wenn wir sagen, ich gönne mir was. Ich kann das auch nicht unterschätzen. Bhante sagt, ein Unterschied macht einen Unterschied. So, wenn wir was tun, egal was die Motivation ist, das wird schon einen Unterschied machen, ja? Und das wollte ich ganz klar machen. So, ich würde sagen, handeln und dann schauen, was passiert. Ja? Handeln und schauen. Frag nicht immer nach der Motivation. Die Motivation wird klarer, ja? Wenn man sieht eigentlich, welche Wirkung das Handeln hat. So, wenn wir warten, bis irgendetwas sich von alleine ändert, oder wenn wir warten, bis wir von alleine aus Sachen auswachsen, ja, vielleicht sind wir schon tot, ja. So, wir handeln jetzt aktiv. So, wie handeln wir? So, ich glaube, diese Praxis going forth, wie man das macht, ist sehr unterschiedlich für alle. Und weil es sehr unterschiedlich für alle ist, haben wir eine Pflicht, uns kennenzulernen. So, wie macht man das? Worauf verzichtet man? Was gibt man auf? Was lässt man dahinter? Unsere dharmische Praxis ist nicht immer angenehm, das wissen wir alle. Es ist nicht bequem und es ist sicherlich nicht nett, ja?
Und es ist nicht angenehm, bequem oder nett, uns von Sachen zu trennen, wo wir eine Menge drin investiert haben, eine Menge Sicherheit investiert haben. Und das gilt genau für materialistische Sachen, sowohl als für Ideen, Gewohnheiten, Einstellungen, alle Ideen von Sicherheit. Und wir können sicher sein, dass wenn wir etwas aufgeben, das wird schon ein paar Schmerzen kosten, das wird schon ein bisschen Leiden kosten. Aber was wichtig ist, ist dieses Leiden und diese Schmerzen zu verstehen. Wir müssen uns vorbereiten eigentlich, dass Sachen schwierig werden, wenn wir etwas hinterlassen. So, um zu verstehen, warum Sachen schmerzhaft sind oder um diese Schmerz überhaupt zu verstehen, brauchen wir ein paar Sachen. Wir brauchen erstmal Achtsamkeit, ja? Und im Moment, oder nicht, vor ein paar Wochen haben wir Achtsamkeit im Mitra-Studium mit den Frauen studiert. Und ich habe immer wieder betont, Achtsamkeit hat nichts damit zu tun, oder wenig damit zu tun, wo man den Autoschlüssel gelassen hat. Ja, das ist schön und gut, ja, aber wenn wir nicht wissen, was unsere Geisteszustände sind, können wir nicht sagen, dass wir achtsam sind. So, Achtsamkeit ist eine Mischung von Gedächtnis, was passiert ist, und ich weiß, was passiert ist, meine Erfahrung, was ich jetzt mache und wohin ich gehen will. So, ich benutze mein Gedächtnis. Ich weiß, dass Sachen für mich nicht mehr geeignet sind vielleicht. Oder ich weiß, dass ich Sachen hinterlassen möchte. Und das weiß ich von meiner eigenen Erfahrung in der Vergangenheit. Ich habe auch gesehen die Wirkung und die Konsequenzen meines Handelns. So, wenn ich eine Entscheidung treffe, vielleicht ganz minimal ein bisschen weiter zu gehen und Sachen wirklich hinter mir zu lassen, wenn ich vom Alten zum Neuen, vom Bekannten zum Unbekannten, von der Vergangenheit zu der Zukunft gehe, dann stelle ich mir zwei Fragen. Was verliere ich, wenn ich etwas aufgebe, wenn ich etwas hinter mir lasse, und was gewinne ich? Und dann stelle ich mir die Frage, wo will ich hin? Ja, so Gedächtnis, was passiert, was verliere ich, was gewinne ich und wo will ich hin? Und vielleicht weiß ich nicht, wo ich hin will. Ja, vielleicht habe ich eine ganz vage, unklare Absicht, eine ganz vage, unklare Vision für mich. Das ist schön und gut. Vielleicht ist es nur, dass ich eine Resonanz mit irgendetwas habe, dass ich ein intuitives Gefühl über irgendetwas habe, dass es eine bestimmte Qualität in meinem Leben, die mir jetzt fehlt. Und das würde heißen, dass ich doch ein bisschen Vision habe. So, wenn ich eine Ahnung habe, wo ich hin will, dann brauche ich auch von meiner Freundschaft, von meinen Freunden, in meiner Kommunikation, in meinem alltäglichen Leben, dann brauche ich Unterstützung. Ja? Dann brauche ich Bedingungen, damit ich wirklich in einem Prozess teilnehmen kann. Damit ich Sachen hinterlassen kann und vorwärts gehen kann mit Kontinuität. Und dass ich auch mit meinem Bedauern, Leiden, Schmerzen auch arbeiten kann. So, mein eigenes persönliches Modell, wie ich einfach mit diesem Prozess engagiere, ist nichts Neues und ist auch sehr einfach. Ich weiß von meinem Leben, dass da Bereiche sind, wo ich Konflikte habe, wo ich Spannung habe, Sachen, die ungelöst sind, Sachen, die für mich unbefriedigend sind. Und ich habe gelernt, einfach zu handeln, ja. Egal was ich tue, tue irgendwas, ja. Ein Unterschied macht einen Unterschied. Und ich tue irgendetwas, entweder weil ich die Nase voll habe, ja, oder weil ich keine andere Alternative sehe, oder einfach weil ich gläubiges Vertrauen habe. Ich habe Shraddha. Und das braucht nur minimal zu sein. Und dann, nach meinem Handeln, merke ich die Wirkung, die Konsequenzen. Und diese Wirkung
Diese Konsequenzen geben mir Vertrauen. Ja? Ich habe jetzt eine Erfahrung. Und mit einer Erfahrung kann ich arbeiten. Und diese Vertrauen, dass irgendetwas passiert, dass ich Sachen wirklich in Bewegung bringen kann, gibt mir mehr Vertrauen dann, wieder zu handeln. Dann mache ich noch einen Schritt. Und natürlich gibt's Wirkung und dann habe ich mehr Vertrauen. Es ist ein sehr einfacher Prozess. Und manche Leute denken, dass die keine Vision haben für sich. Ja, die wissen nicht, was die wohin die wollen. Die wissen nicht, was die werden können. Und das ist okay. Aber ich glaube, mit Handeln, Erfahrung machen, nochmal handeln, Erfahrung machen, nochmal handeln, diese Vision wird klarer. Unsere Absicht wird klarer. Und es ist, ob Handeln und Wirkung immer einen Einfluss aufeinander hat. Ja, es ist sehr pragmatisch. Es ist sehr einfach. Ja, und es ist auf diesem Prinzip, dass ich mein geistiges Leben aufbaue. So, ich könnte sagen, und ich könnte ein bisschen über zwei Sachen in meinem Leben sagen. Ich hoffe, dass ich die schnell, also genug machen kann. Die erste Sache war meine Entscheidung, Anagarika zu werden. Weil das war wirklich genauso ein Prozess für mich, genauso diese Spannung, ja, mit dieser kreativen Spannung zu arbeiten. Und vielleicht, wenn ich ein bisschen darüber rede, könnt ihr sehen, was ich unter dieser kreativen Spannung meine. Ich hatte eine Entscheidung gemacht, ein Jahr ein Gelübde zu machen, also Zölibat zu bleiben. Das habe ich ein Jahr gemacht. Das war mein erstes Jahr hier in Deutschland. Und nach diesem Jahr hatte ich das Gefühl, dass ich irgendwie, ich hatte ein Gefühl von Verlust, ja, dass ich etwas verloren hatte. Nicht, dass ich was gewonnen hatte dadurch. Und ich hatte dann die Entscheidung gemacht, ich mache kein Gelübde mehr, bis ich Anagarika bin. Weil ich wusste, dass um Anagarika zu sein, muss ich schon nicht nur mit Verlust konfrontiert sein, ich muss weiß, wo ich hingehen wollte. Und sehr viel Vertrauen habe, in wo ich hingehen wollte. Und so, es kam dann für mich eine Spannung. Ich wollte Anagarika werden, aber ich wusste, dass ich noch nicht so weit war. Und ich wusste auch, dass Spannungen Prozesse bedeuten. Und dass Spannungen mit Spannung muss irgendwann eine Lösung kommen. Und ich hatte mein Vertrauen drin. So, ich habe einfach mit diesen zwei Seiten von mir gespielt. Zwei Jahre lang. Ein Gefühl, ich werde was verlieren, wenn ich Zölibat wohne. Und ein Gefühl, vielleicht würde ich auch was gewinnen. Ja, und ich habe damit dann gearbeitet. Und was passiert ist, dass ich auch intellektuell, aber auch emotionell mich oder mir die Fragen gestellt haben, was verlierst du, was gewinnst du? Immer wieder, Tag für Tag, was verlierst du, was gewinnst du? Aber gleichzeitig habe ich auch geguckt, ob ich wirklich mehr Richtung Buddhismus und Bodhisattvas gehen wollte. Ja? Ob das wirklich für mich was wäre. Und nach einer Weile merkte ich, dass die Spannung mehr Gleichgewicht hatte. Ja? Und dann plötzlich merkte ich, dass diese Sehnsucht, mehr mit dem Buddhismus und Bodhisattvas zu sein, viel stärker war. Ja? Als ob das von alleine vorwärts gegangen ist. Und dieser Verlust war nicht mehr als Verlust. Ich konnte das nicht mehr als Verlust sehen. Ich habe gesagt, das war eine Phase meines Lebens und ich bin jetzt bereit, das hinter mir zu lassen. So, es war so, ja, mit Verlust als dominante Emotion und dann so und dann so. Aber als Prozess, und das war eine kreative Spannung. Und manchmal, ich kann mir an eine Situation denken, ich stand in dem Aufzug in Horten und es ist durch meinen Kopf geschossen, meine Güte, ich hatte damals an Bante gefragt, ob ich eine Anagarika werden könnte. Meine Güte, weißt du, was du gemacht hast? Du hast gesagt, kein Sex dein Leben lang. Ja. Und irgendwie war ich
ich weiß nicht, ich habe ein bisschen Panik gekriegt, ein bisschen Angst gekriegt. Und dann, das war vorbei. Und dann sagte ich, okay, okay. Ja, ich kann damit leben. Ja. Aber es war sehr interessant. Es war sehr interessant. So, es ist nicht, dass man plötzlich da ist und da gibt's keine Gefühle dahinter, was man wirklich getan hat. Ja, das ist immer diese Spannung da und die verschiedenen Emotionen. Und ich habe auch an ein Symbol gedacht. Es ist, ob man schwimmt, ja, in einem Hallenbad. Und das, ob man immer einen Fuß am Boden hat. Ja, ich habe das auch als Kind gemacht. Also alle die Bewegung schön gemacht, aber immer einen Fuß am Boden. Ja. Sieht sehr gut von draußen. Und dann nach einer Weile hatte ich ein bisschen mehr Vertrauen und ich könnte mein Bein so ein bisschen dahinter ziehen, so ab und zu mal am Boden. Ja. Und dann kam der Punkt, wo beide Beine mit mir schwamm, ja. Meine Beine waren weg. Beide Beine waren da in dem Wasser mit dem Körper horizontal, ja. Und ich glaube, das ist genau, was uns passiert. Eine andere Spannungsfeld für mich, ich werde nicht so lange damit beschäftigen, war meine Entscheidung von meiner Arbeitssituation fortzugehen und arbeitslos zu sein. Auch wie ein paar Leute in diesem Raum wissen, das war eine Hin und Her für mich, ja. Aber irgendwie musste ich eine Lösung finden. Ich habe eine Spannung fast ganz bewusst. Ich habe eine Spannung in Gang gesetzt, ganz bewusst. Und das ist meistens, wie ich mit meinem geistigen Leben gehe, ja, funktioniere. Ich setze ganz bewusst eine Spannung im Prozess. Und mit einer Spannung muss eine Lösung kommen. Das habe ich schon gesagt. Und das war genauso mit meiner Arbeitssituation. Dass ich am Anfang hatte ich keine Wahl, ob ich arbeite. Mein Vertrag ist nicht verlängert worden. Das war es. Aber ich hatte die Chance, also ein Anklag im Arbeitsgericht einzureichen. Aber ich habe, obwohl ich gute Gründe hatte, habe ich mich entschieden, nicht damit dann weiterzugehen, sondern diese Klage zurückzuziehen und arbeitslos zu bleiben. Aber diese Spannung dauerte vielleicht im Ganzen so 6 Wochen. Und irgendwie ist es nicht, dass ich sehr viel darüber geredet habe oder sehr viel gedacht darüber. Es ist einfach dann von alleine passiert, weil ich habe mir ständig die Fragen gestellt, was verliere ich, was gewinne ich? Ich war ganz bewusst. Okay, jetzt kommen wir zu dieser Vorschläge, die ich am Anfang. So, die sind die Bereiche, die ich erwähnt habe. Könnt ihr das sehen? So, bevor ich anfange, dann nochmal zu Bantis Beschreibung von Going Forth. Also, eine persönliche Verantwortung für mein Wachstum und meine Entwicklung, unabhängig von den Ansichten, von den Konventionen in der Gesellschaft. Ich habe gesagt, dass in jeder Situation, in jeder Gelegenheit gibt's die Möglichkeit, fortzugehen, weiterzugehen. So, ich weiß nicht, ob ich dieselbe Reihenfolge habe, aber in Meditation, wo kann ich fortgehen? Going forth. Also zum Beispiel in der Vergegenwärtigung des Atems gehe ich von Unklarheit bis zur Klarheit, wenn ich merke, dass ich mein Zählen verloren habe und fange an, dann von 1 zu zählen. Das ist going forth. Es ist so einfach. Ja? Going forth ist, wenn ich von engeren Geisteszustände zu expansive Geisteszustände gehe. Wenn ich von Hass, Unfreundlichkeit, Mangel an Interesse an die Menschen in meinem Metabhavana zu einem Geisteszustand gehe, wo ein bisschen Freundlichkeit da ist, wo ein bisschen Interesse da ist, wo ein bisschen Solidarität da ist. Going forth in der Metabhavana
ist, wenn ich mich von meiner Selbstbezogenheit befreie und mehr in Richtung Altruismus gehe. Going forth ist, wenn ich versuche, mit meinen Hindernissen umzugehen. Diese Hindernisse, die mich mit meinen Sinnen, die sind also wie, die verankern mich, ja, mit meinen Sinnen, diese Hindernisse. Aber Meditation und Dharma und Entwicklung und höhere Geisteszuständen haben was mit meinem Geist zu tun, ja, nicht mit meinen Sinnen. So als Meditierende, I go forth, ja, wenn ich mit meinen Hindernissen arbeite, mit meinen Sinnen arbeite und versuche wirklich mehr mit meinem Geist zu arbeiten. Kommunikation. Going forth ist, wenn ich aufhöre zu lügen in meiner Sprache oder was ich auf Papier schreibe und fange an, die Wahrheit zu erzählen. Going forth ist, wenn ich Gerüchte und unfreundliche Rede aufhöre und fange an, kooperativ zu sein, Lob zu geben, verständnisvoller zu sein. Going forth ist, wenn ich aufhöre, Zynizismus, Sarkasmus und Ironie zu benutzen und versuche, Leute zu ermutigen. Going forth ist, wenn ich diese, was ich als AB-AB-Erfahrungsaustausch aufhöre. Das heißt, ich sage zum Beispiel, ich esse Äpfel unheimlich gern. Und mein Partner sagt, oh, ich auch. Und dann sagst du, aber Birnen esse ich nicht so besonders gern. Und Partner sagt, ich auch nicht. Ja? So, es geht immer von A bis B. A bis B, ja. Es kommt immer zurück zu mir. Und sobald, als ich was gesagt habe, kommt immer eine Antwort, eine selbstbezogene Antwort von dem anderen, ja. So, ich höre da aus. Ich höre da auf. Und ich fange an, wirklich nachzuforschen, Interesse in dem anderen zu zeigen. Going forth ist, wenn ich aufhöre, immer Statements zu machen und fange an, Fragen zu stellen. Going forth ist, wenn ich aufhöre, ständig über Essen, ich wohne mit Frauen zusammen, Essen, Haar, Kleider, Körper, Arbeit, Probleme, Schwierigkeiten zu lesen, zu reden und fange an, über den Dame zu reden. Going forth ist aufzuhören, immer zu sagen, was Leute hören wollen und ein bisschen mehr zu sagen, was ich wirklich fühle und was ich wirklich denke. So, dann habe ich Ethik. So, Ethik ist aufzuhören, going forth ist aufzuhören, Machtmodus anzuwenden und anzufangen, Liebemodus oder fangen Liebemodus an oder da zu handeln. Going forth ist von konventioneller Morale, konventionelle Normen und Sitten und mehr über natürliche Morale, natürliche Ethik zu verstehen. In meiner Praxis von Ethik, going forth ist von Oberflächlichkeit zur Tiefe, von Selbstschutz zu einer Verantwortung für mein Handeln. Zu Freundschaften. Going forth ist statt immer zu sagen, ich möchte einen Freund haben oder ich möchte Freundschaft, einfach ein Freund zu sein. Going forth ist immer mit Leuten zu reden, die du kennst und stattdessen mit Leuten, die du nicht kennst, da anfangen dann, mit denen zu reden. Going forth ist statt mich immer mit meinen Bedürfnissen zu beschäftigen, sondern Interesse in anderen Bedürfnissen und in den Bedürfnissen von anderen. Going forth ist weniger Zeit mit meinen alten Freunden zu verbringen und mehr Zeit mit Freundschaften und Freunden im Sangha zu verbringen. Going forth ist Enttäuschungen, Erwartungen, Ideen und Forderungen von meinen Freunden hinter mir zu lassen und Geduld und Prozess und Anerkennung des Wesens zu verstehen, Anerkennung einer anderen Realität zu verstehen. So, Interessen und Freizeit. Was ist going forth da? So, going forth ist von groberen Arten und Weisen, wie ich Freude bekomme, zu verfeinerten Arten und Weisen, wie ich Freude bekommen kann.
Es ist auch, going forth, ein Zugang zu haben, nicht immer zu hören oder überzeugt zu sein, was die Gesellschaft über Sachen sagt, und einfach meine eigene Erfahrung wahrzunehmen. Und mit Interessen und Freizeit, going forth, ist zu gucken, was ist Ablenkung und mehr Nahrungsmittel zu finden. Und dann habe ich Aspirationen. So going forth ist diese Aspiration nach Geld hinter mir zu lassen und eine Aspiration für Zufriedenheit, für Entwicklung, für höhere Geisteszustände zu entwickeln. Und ich habe jemandem neulich gesagt, in dem Bardo, ja, wenn man tot ist, kann man das Geld nicht nehmen, aber die Geisteszustände zählen. Gewohnheiten. So going forth ist zu gucken, was mir jetzt in meiner Gewohnheit nutzlos ist. Was tue ich immer noch, was mir nichts bringt? Und neue, frische Gewohnheiten auszusuchen, ja, die mir was bringen. Auch going forth in Gewohnheiten ist zu gucken, ob ich Aberglaube habe, ja, ob ich Riten und Ritualen habe und mehr Bewusstsein, mehr Klarheit reinzubringen. Ich meine, Aberglaube, wenn ich muss das machen, sonst fällt das Ganze zusammen, ja. Wir haben manchmal solche Ideen. Und was sehr wichtig ist, ist zu gucken, welche Objekte sehr zentral in unserem Leben sind, die wir immer wieder machen. Zum Beispiel, ob wir immer wieder, ich erwähne ein paar, ob wir immer wieder Wein trinken, ob wir immer wieder Zigaretten rauchen, ja, oder ob wir immer wieder Fernsehen gucken. Ich erwähne die Sachen, die ziemlich selbstverständlich sind als Gewohnheiten manchmal. Und zu gucken, ja, das wäre unser going forth, zu gucken, welche Emotionen sind mit diesen Sachen verbunden. Die Objekte selbst, könnte man sagen, sind neutral. Aber die Emotionen, die damit verbunden sind, das ist, wo man gucken muss. Going forth zu, was wir von der Gruppe erwarten oder der Einfluss von der Gruppe und mehr Verantwortung für uns zu nehmen. Vielleicht in unser Arbeitsbereich, going forth ist nicht diesmal, dieses Jahres in Urlaub zu gehen, sondern auf Retreat zu gehen. Auch mit unserer Arbeit, going forth ist unsere Überidentifikation hinter uns zu lassen und mehr Tiefe in unser Wesen reinzubringen. Und dann Einstellungen, Ideen, Ansichten, Gedanken. So wie weit oder inwiefern kleben wir an der Vergangenheit? Können wir wirklich unsere Vergangenheit hinter uns lassen? Loslassen, das ist going forth. Können wir unsere negative Geisteszustände hinter uns lassen und positive Geisteszustände entwickeln? Können wir unsere Selbstzweifel hinter uns lassen und fange an, Vertrauen in dem Dharma zu haben? Okay, so ganz am Schluss habe ich dieses Symbol oder diese Idee von dem Schwimmen wieder benutzt. Und für mich, going forth, ist wirklich zu lernen, in der Welt zu schwimmen. Ja. Und manchmal müssen wir benutzen, was wir brauchen. Und es gibt diese, wie heißen die? Diese Rettungsgürtel, ja, oder diese, ja, oder ein Floss, ja, vielleicht brauchen wir die, ja, ist ja klar, ja. Und vielleicht brauchen wir die, bis wir ein Bein hoch haben, ja. Und dann können wir konzentrieren, beide Beine hoch zu haben. Und wenn wir beide Beine hoch haben und wir schwimmen von alleine und ohne Unterstützung, dann können wir lernen zu spielen, ja. Wir können lernen zu tauchen, herauszuklettern, reinzutauchen, reinzuspringen, unter zum Boden zu tauchen, aus dem Wasser zu springen. Wir können unsere Freiheit genießen. Und was interessant ist, es ist das Wasser, das uns hilft zu schwimmen. Kein Wasser, kein Schwimmen. Keine Welt, keine going forth. Kein going forth, kein Leben.
Das ist es.